Entschuldigung, dass ich gerülpst habe. Du kannst immer rülpsen. Rülps mir gerne ins Gesicht. Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und heute ist der dritte Tag der Geburtstagswoche auf Malwanne. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Apple, denn ich habe keinen Sticker, der das Logo verdecken kann. Und ich könnte... Nope, an apple a day keeps the doctor away. Ihr habt es mittlerweile ja schon mitbekommen. Diese Woche lade ich jeden Tag ein Video hoch, denn ich habe am 9.9., also am Samstag, Geburtstag und das möchte ich mit euch feiern. Und da jedes Video zum Geburtstagsthema passt, schaue ich heute nach, ob die Sternzeichen von YouTubern auch zu Ihnen passen. Also nach der Beschreibung. Verstehen Sie? Okay. Mit welchem YouTuber fangen wir an? Wir fangen einfach mal mit der Queen of YouTube an, Julian Bam. Or the King of YouTube. Julian Bam ist schon 28 Jahre alt? Was? Nee, das macht mich gerade ein bisschen fertig. Okay, 23.11. Welches Sternzeichen bist du? Julian Bam ist Schütze. Der Schütze gehört genau wie auch der Löwe und der Widder zu den Feuerzeichen. Er ist freiheitsliebend, weltoffen und liebt das Abenteuer. Also das passt schon mal richtig gut. Er ist fröhlich, charmant und geistreich. Fröhlich, ja, charmant. Auf jeden Fall. Und geistreich? Passt. Er möchte verliebt sein. Julian, ruf mich an. Hütet sich aber vor einer Bindung. Ist Julian Bam überhaupt vergeben? Wahrscheinlich nicht. Menschen, die im Sternzeichen Schütze geboren wurden, sind mitreißende Redner und laufen zur Höchstform auf, wenn sie im Mittelpunkt des Interesses stehen. Das passt unglaublich gut. Jetzt denkt mal an die Videos von Ju. Der hält am Ende immer eine Rede und macht voll die tiefsinnigen Sachen damit. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie ihnen als Hochschulleiter, Richter oder Reiseleiter begegnen. Du, also falls es mit YouTube irgendwann nicht mehr klappt, warum auch immer, du kannst Hochschullehrer, Richter oder Reiseleiter werden. Reiseleiter, Leute. Ein Satz wie, das kann ich nicht, würde niemals von einem Schützen kommen. Ja, das passt perfekt. Ich muss ehrlich sagen, ich halte nicht viel von Horoskopen, also dass hier jemand sagen kann, deine Woche wird gut oder schlecht. Aber ich glaube schon an Sternzeichen, dass die irgendwie... zu uns passen. Sieht man ja. Who is next? Ach kommt Leute, als nächstes schauen wir mal, ob Bibis Sternzeichen zu ihr passt. Geboren 6. Februar 1993. Sie ist eine 93er, so wie ich. Bibi ist ein Wassermann. Wassermannfrau. Besonders besonderer Wassermann. Wie kein anderes Sternzeichen umgibt die Wassermannfrau eine Aura der Andersartigkeit gemixt mit einem kleinen Schuss Exzentrik. Bibi ist auf jeden Fall anders. Bibi ist eine sehr besondere Frau. Spontane Ideen, geistige Schnelligkeit und ein sensationelles Improvisationstalent machen dieses Luftzeichen zu einem der intellektuellen Überflieger im Tierkreis. Bibi als intellektuell zu bezeichnen ist sehr mutig, muss ich sagen. Oh mein Gott, oder das zeigt jetzt, dass sie eigentlich so intelligent ist, dass sie diesen dummen Content und diese dumme Art nur macht, um Erfolg auf YouTube zu haben, was sie ja auch ganz schön hat. Bibi ist eigentlich ein Genie und das ist alles nur eine Masche. Oh. Und weil Wassermänner echte Menschenfreunde sind, möchte man sie am liebsten die ganze Welt mit Innovation, Reform und Erfindung beschenken, die der Allgemeinheit zugutekommen. Ja, Bibi beschenkt uns wirklich mit ganz vielen Dingen, muss man echt sagen. Kaum ein Sternzeichen hat eine so humanistische und idealistische Einstellung wie der Wassermann, da kann eigentlich nur noch der optimistische Schütze mithalten. Doch während Schützegeborene vor allem nach der persönlichen Freiheit streben, hat das Luftzeichen Wassermann gleich die Freiheit aller Menschen im Fokus, nicht nur die eigene. Bibi, die Freiheitskämpferin! Gleich nach Che Guevara und Martin Luther King und wie sie alle heißen. Gandhi. Bibi ist auf einer Stufe mit denen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Bibi ein kleines Genie ist und uns allen was vorspielt. Well done, Bibi. Well done. Das macht voll Spaß. Ich möchte jetzt den nächsten checken. Wen nehmen wir jetzt? Jemanden, den ich überhaupt nicht mag. Simon Desue. Julian Bam ist älter als Simon Desue. Ey, ich bin irgendwie... Simon Desue wurde am 20. August 1991 geboren. Er ist ein Löwe. Der Löwemann kann Großes leisten und ist ausgesprochen extrovertiert. Das stimmt. Großes leisten. Er leistet sich viele Dinge, aber nicht Großes. Der Löwemann und die Karriere. Autosuggestion ist eine wunderbare Sache. Wenn Sie fest davon überzeugt sind, dass Sie der Beste sind und Ihnen alles gelingt, was soll denn noch schiefgehen? Hinzu kommt, dass der Löwemann mit minimalem Aufwand maximalen Erfolg erzielt und exzellente Führungsqualitäten mit minimalem Aufwand maximalen Erfolg. Es ist einfach der Satz, der zu ihm am besten passt. Simon, kannst du das bitte in deinen Kanalbanner so reinschreiben? Minimaler Aufwand, maximaler Erfolg. Besonders gut liegen ihnen auch Berufe, bei denen sie ihre Kreativität zum Ausdruck bringen. Ich habe noch nie etwas so Kreatives gesehen, wie im Schleim zu baden. Alle Leute, die an Sternzeichen zweifeln, werden spätestens jetzt mit auf meine Seite kommen. Okay, wen habe ich denn so abonniert? Ich will mal jemanden nicht so...
Großes. Michael Buchinger. Ich möchte wissen, was für ein Sternzeichen Michael Buchinger ist. Der ist für mich so eine interessante Person. 21. Oktober 1992. Waage. Falls ihr Michael Buchinger noch nicht kennt, geht auf jeden Fall auf seinen Kanal und grüßt ihn von mir. Er ist ein ganz, ganz toller Mensch. I love him very much. Schwierige Entscheidungen liegen dem harmoniebedürftigen Waagemann nicht. Harmoniebedürftig? Der hat eine f***ing Hassliste. Ich glaube, der ist nicht so harmoniebedürftig. Wichtigste Eigenschaften des Waagemannes. Sie erkennen ihn an seinem gepflegten Äußeren. Check. In einer Galerie fühlt er sich deutlich wohler als auf dem Sportplatz. Check. Und es gibt wenig, dass er für ein kultiviertes Gespräch auf Augenhöhe eintauschen würde. Check. Waagemänner glänzen als Verkäufer in der Schönheitsbranche und als Therapeuten. Ich finde schon, Michael Buchingers Videos haben eine therapeutische Wirkung auf mich. Typische Berufe für den Waagemann. Friseur, Choreograf, Diplomat, Designer, Tätigkeiten in der Werbebranche und im Journalismus. Ja, guck mal Leute, ne? Was ist Michael Buchinger? Journalist. Also er schreibt und ist somit ein Journalist. Wer ist unser nächstes Opfer? Unser letztes Sternzeichen-Opfer ist Edda Vendetta. Eda Vendetta. 20 Facts about me. Ich habe 19 Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass Esseke kein türkisches Wort ist, sondern Essecke. Hey, Esseke. Mann, wann hast du denn jetzt Geburtstag? Oh, dann rufe ich sie halt an. Hallo Eda, kann ich dem Internet verraten, welches Sternzeichen du bist? Also ich verrate das Geburtsdatum nicht. Ich verrate nur das Sternzeichen. Okay, alles klar. Super. Danke, dann mache ich mal weiter. Tschüss. Ich weiß jetzt Edas Geburtstag, jetzt muss ich nur rausfinden, welches Sternzeichen das ist. Eda ist Fisch. Verträumt und sanftmütig blickt die Fischefrau in die Welt. Verträumt und sanftmütig. Verträumt und sanftmütig. Verträumt und sanftmütig. Verträumt und sanftmütig. Und stellt früher oder später zu seinem Leidenswesen fest, dass der blaue Planet Erde nicht nur mit jeder Menge Schönheit aufwartet, sondern auch einiges an Schrecken, Leid und Kummer bereithält. Viele Fischgeborene ertragen diese Erkenntnis nur bedingt. Sie ziehen sich dann immer wieder einmal in ihre Traumlandschaft zurück, um ein ganzes Meer voller Fantasien und Gefühle zu verschwinden. Wow, das ist mega deep. Bestimmt der Planet Neptun. Eda, vielleicht machst du auch Neptun bei Sailor Moon am liebsten. Also Eda hat auf jeden Fall das tiefsinnigste Sternzeichen von allen. Und dabei wirkt sie immer so hart. Eda, spielst du uns etwa nur was vor? Eda, ich hab's rausgefunden. Du bist eigentlich ein ganz zartes Blümchen, was auf der Wiese sitzen möchte, in den Himmel schauen will und über das Universum nachdenken möchte. Also kannst deine Maske jetzt runternehmen. Last but not least, lasst uns herausfinden, ob mein Sternzeichen zu mir passt. Denn ich habe ja diese Woche Geburtstag. Jungfrau bin ich. Ein scharfer Intellekt gepaart mit einer rasanten Auffassungsgabe. Ich bin schlau. Jungfrau-Geborene sind Realisten im Tierkreis und sie nehmen die Dinge des Lebens nicht nur über Emotionen wahr, sondern so gut wie immer über ihren Verstand. Boom! Dieser hyporealistische Blick auf die Welt kann dazu führen, dass das Sternzeichen Jungfrau manchmal vieles zu schwarz sieht. Die Lernaufgabe besteht dann darin, offener für die schönen Dinge des Lebens zu werden. Was habe ich gestern in meinem Video noch gesagt? Dass ich mir über alles immer viel zu viele Gedanken mache. Das liegt an meinem Sternzeichen. Mein bestimmter Planet Merkur. Element Erde. Ich bin Erde. Luft. Feuer. Wasser. Meine Farbe ist braun. Ja, meine Haarfarbe ist braun. In Wissenschaft, Forschung oder Betriebswirtschaft wäre ich richtig gut. Ich mache den falschen Beruf, Leute. Aber weil die Jungfrau zuverlässig, treu und hilfsbereit ist, wünscht sie sich genau das auch von ihrem Partner. Auch in Liebesdingen kann sie ihren Verstand nur schwer abschalten. Findet sie aber einen einfühlsamen Partner, der sie im wahren Sinne des Wortes von ihrer Kopflastigkeit erlöst, kann sie auch in der Liebe eine ungewohnte Leidenschaft an den Tag legen, die man hinter ihrer beherrschten unemotionalen Fassade niemals vermutet hätte. Wenn man mich nur ordentlich genug rannimmt. Ich finde es wirklich krass, was Sternzeichen so über einen sagen können, was man selber nicht so richtig wahrgenommen hat, aber dann am Ende doch stimmt. Und ich weiß, viele sagen Hokus Pokus und ja, und wenn man Sätze nimmt, dann kann man sie immer irgendwie auf jemanden zurechtrücken und immer passt das dann irgendwie. Aber es ist schon richtig, dass ein Simon Desue ein Löwe irgendwie ist und so aus sich rauskommt, ein Michael Buchinger eine Waage ist und irgendwie das mit Journalismus und so passt und dieses vielleicht auch tiefsinnigere bei einer Eda. Da muss ich aber sagen, da kenne ich Eda noch nicht gut genug, ne? Ob sie, die ist bestimmt, die hat eine Maske auf. Aber auch Julian Bam und so. Und bei mir, ich muss es sagen, es passt. Ich hasse es nämlich, dass ich immer so verkopft bin. Ich denke über alles immer 100-mal nach. Ich bin jemand, der Menschen sofort verurteilt oder beurteilt, aber auch sich natürlich irgendwie... Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn ich ein Bild von jemandem habe. Aber trotzdem, ja... Ist das schon passend? Habt ihr schon mal geschaut, ob euer Sternzeichen zu euch passt? Wenn nicht, dann macht das auf jeden Fall mal. Es ist ganz interessant, muss ich sagen. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder bei dem nächsten Video. Hier findet ihr ein Video, da findet ihr ein Video. Hier unten könnt ihr mich abonnieren, wie immer, ne?
press on the boobies, then you will be a member of our family. Ich sollte definitiv Englisch lernen. Yes, yes, your. Bis dann, tschüss. Ich bin intellektuell und verkommen.